dieser scheiß Drache, der hier rumschwimmt, ne? Und ich werde ganz schön von diesen Aliens angegriffen, von den Viechern. Weil die so ein bisschen sauer auf mich sind. Ja. Ich frage doch nicht alle 2 Runden nach, ob ich da mit einverstanden bin. Ja, mir wird nichts empfohlen. Ich könnte eigentlich ein bisschen in die Forschung stecken, aber. Oder in die Kultur. Machen wir es erstmal so. Dass wir wieder was Neues geforscht haben. Also nächste Runde. Was viel Sinn macht. Transgenetik. Eine. Oh, plus 3 Gesundheit oder plus 4 Gesundheit. Ein Wunder. Baue ich erstmal direkt. Photogenetik. Wo war nochmal dieses. Hier war dieses Hybridisierung, ne? Ja, Immunität gegen. Kann ich das direkt forschen? Oh ja, geil. 54 Runden ist egal. Dann bin ich dieses scheiß hier Miasma endlich los. Hallo? Da müssten irgendwo noch Aliens rumlaufen. Hallo. Ich habe euch erwartet. Mal sehen, ob die Aliens direkt angreifen. Müssten sie eigentlich. Oder sie fliehen. Was für mich natürlich viel besser ist. Falsche Einheit nach vorne geschickt. Ah, hier ist Erz. Hier ist. Das ist gut. Und eine Produktion kann ich wählen. Genschmelze. Erstmal ein bisschen Gesundheit erforschen. Komm, greif mich an. Greif mich an, du Alien. Jetzt traut er sich nicht mehr. Du machst erstmal nächste Runde was und dann geht's weiter. Na, traust du dich, mich anzugreifen? Dass sie jetzt böse auf mich sind, ne? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. So, du verschanzt dich erstmal und du gehst dahin. Ich hoffe, der komische Seedrache kann mich hier an Land nicht angreifen. Das wäre dann der Tod für meine schöne Kolonisationseinheit. Außenposten gründen. Und du gehst da zur Verteidigung rein und heilt sich. Handelsweg einrichten. 7 Nahrung, 50 Außenposten Wachstumsrate. Machen wir die Wachstumsrate hoch, wa? Hier sind wenigstens keine Seedrachen, so wie da. Entschuldigung, ich habe wichtige Halt die Fresse! Du mit deinen scheiß wichtigen Informationen. Wie der mich ankotzt. Schade, dass die Stadt noch nicht fertig ist, sonst hätte ich das Ding beschießen können. Ist er friedlich? Genschmelze. Mehr Gesundheit. Einheit benötigt Befehle. Mehr Drache. Nicht böse, sondern. Wahrscheinlich, weil ich schon ein paar Runden keine Viecher mehr platt gemacht habe. Mach du mal einen auf Bereitschaft wieder. Ich bräuchte eigentlich mal ein paar Seekampfeinheiten, dann würde ich das Ding platt machen. Ich frage mich, ob es auch irgendwie Seenester gibt oder sowas, oder wo das Ding herkommt. Hier sind auch immer noch Bugs unterwegs, ey. Das gefällt mir am wenigsten.
Wo sehe ich denn meine Quest nochmal? Was sind die Werte? Geheimoperation habe ich nicht, weil ich keine Geheimbasis habe. Einheiten verbessern. Okay. Quests. Ah. Wurmkiller. Schalten Sie Einheit des Belagerungswurms aus. Okay. Da müsste unten noch einer unterwegs sein, oder nicht? Oh Gott, sind da viele Aliens. Schicken ihm mal ein bisschen Unterstützung, wa? Hier war doch irgendwo ein Belagerungswurm. Den möchte ich auf jeden Fall killen. Das ist nicht der Belagerungswurm, aber kann ich trotzdem platt machen. Gehe jetzt erstmal dahin. Oh, jetzt sind sie wieder böse auf mich. Ups, habe ich vielleicht ein bisschen viele von denen getötet. Das war so eigentlich gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur den Belagerungswurm töten. Weil das meine Quest war. Ah, er hat aufgelevelt, cool. Steht nicht neben Miasma, also kann er sich verschanzen. Du auch. Du kannst erstmal killen. Oh, das war sogar ein Alien-Nest wieder, ne? Ups. Jetzt sind sie erst recht böse auf mich. Zu Recht auch. Ist ganz schön asozial. Das mache ich definitiv. Bam. Jetzt habe ich wesentlich mehr Gesundheit. Und hier unten schicke ich gleich eine Siedlereinheit hin, wenn ich hier unten fertig bin mit den Viechern. Du gehst jetzt mal raus aus dem Miasma. Du hast dich ja verschanzt und du versuchst mal durchs Miasma zu stürmen. Das sind alles nicht die Belagerungswürmer. Wo ist der Belagerungswurm hin? Ich muss den doch töten. Na, jetzt greift sie mich natürlich an. Das Problem ist, der ist gleich tot. Ja, das war's dann mit der Einheit. Schade. Und ich darf nicht ins Wasser, habe ich gerade festgestellt. Ja, traurig. Ja, die machen jetzt ganz klein meine Panzer. Die Panzer sind nicht gut gegen Aliens, wie es scheint. Das ist ja kein Panzer, das sind ja einfach nur Kampffahrzeuge. Plus 7 Nahrung, ja. Und du machst direkt erstmal. Oh, 107 Runden. Nee, erstmal ein Handelslager. Obwohl, du kannst eigentlich die Einheit nach unten ziehen, ohne durchs Wasser zu gehen, bitte. Und du brauchst auf jeden Fall jetzt erstmal eine Position, wo du keinen Miasma mehr hast. Jetzt greifen natürlich alle Aliens ihn hier an, aber das macht so nichts. Weil er eigentlich relativ stark ist gegen die Aliens. Oh. Hä? Okay. Ja, ich weiß, dass ich Handelseinheiten bauen kann. Danke für den Hinweis. Ihr Erkunder hat etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Das könnte eine Ruine sein, Trümmer oder... Danke. Ich glaube, ich muss das nächste Mal auf jeden Fall dieses Hilfeding ausschalten. Weil das ein ganz bisschen nervt. Sie dürfen gerne die weiter angreifen, das macht nichts.
Weil die jetzt eh alle sterben hier. Wunderschön.